Hier geht es um besondere Flächen mit ihrem Umfang und ihrem Flächeninhalt. Zum Beispiel das Rechteck. Der Umfang vom Rechteck, das ist 2 mal Länge plus Breite. Und der Flächeninhalt vom Rechteck, das ist Länge mal Breite. Der Umfang von einem Quadrat, das ist 4 mal die Seite. Und der Flächeninhalt von dem Quadrat, das ist die Seite im Quadrat. Der Umfang von einem Parallelogramm, das ist diese schräge Seite plus diese Basis, diese Summe mal 2. Und der Flächeninhalt von dem Parallelogramm, das ist diese Basis mal diese Höhe. Der Umfang von einem Dreieck, das ist die Summe dieser 3 Seitenlängen. Und der Flächeninhalt von dem Dreieck, das ist die Basis mal die Höhe geteilt durch 2. Der Umfang einer Raute, das ist 4 mal diese Seitenlänge. Und der Flächeninhalt einer Raute, das ist die lange Diagonale mal die kurze Diagonale geteilt durch 2. Für ein Trapez gilt, der Umfang, das ist die Summe dieser 4 Seitenlängen. Und der Flächeninhalt, das ist die kleine Basis plus die große Basis mal die Höhe geteilt durch 2. Der Umfang von einem Kreis, das ist 2 mal die Zahl Pi mal Radius R des Kreises. Und der Flächeninhalt von dem Kreis, das ist Pi R Quadrat. Es ist gut, all diese Formeln zu kennen. Aber es ist nicht clever, sie dumm auswendig zu lernen. Wir werden jetzt sehen, woher diese Formeln kommen und somit können wir sie viel einfacher behalten. Beginnen wir mit dem Rechteck und stellen uns das Rechteck vor mit Länge 8 und mit Breite 4. Der Umfang von diesem Rechteck, das ist selbstverständlich die Länge von dieser Linie, die das Rechteck einschließt. Also der Umfang von diesem Rechteck, das ist die Länge 8 plus die Breite 4 plus die Länge 8 plus die Breite 4. Der Umfang, das ist also Länge 8 plus Breite 4 und das 2 mal. Der Umfang von diesem Rechteck ist also 2 mal 8 plus 4, das heißt 24. Und das können wir sofort verallgemeinern. Natürlich ist der Umfang von einem Rechteck Länge plus Breite und das 2 mal. Jetzt Flächeninhalt. Stellen wir uns hier das Einheitsquadrat vor. Das ist zum Beispiel 1 Quadratzentimeter. Und jetzt überprüfen wir, wie viele Quadratzentimeter auf diese Länge 8 passen. Natürlich passt da ein zweites, ein drittes. Insgesamt passen da 8 solche Einheitsquadrate hin. Wir haben also hier ein Band von 8 Einheitsquadraten. Und wie viele solche Bänder haben wir in diesem Rechteck? Ja, selbstverständlich 1, ein zweites, ein drittes und auch noch ein viertes. Wie oft haben wir also diese 8 Quadratzentimeter? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Der Flächeninhalt von diesem Rechteck wird also berechnet durch Einheitsquadrat, 1, das 8 mal, weil die Länge des Rechtecks 8 ist, und dieses Produkt 1 mal 8 wird dann noch multipliziert mit 4. So haben wir also 4 solche Bänder. Warum 4? Weil die Breite vom Rechteck 4 beträgt. Also ist das ganz normal, dass der Flächeninhalt von einem Rechteck berechnet wird durch 1 wegen einem Quadratzentimeter mal 8, weil die Länge 8 ist, mal 4, weil die Breite 4 ist. Und somit ist der Flächeninhalt von einem Rechteck Länge mal Breite. Da ein Quadrat ein ganz besonderes Rechteck ist, bei dem Länge und Breite
gleich groß sind, hier Seite und Seite genannt, können wir diese Formeln sofort übertragen auf dieses Quadrat. Der Umfang, das ist 2 mal Seite plus Seite. Seite plus Seite macht aber 2 mal die Seite, mal 2 macht 4 mal die Seite. Natürlich ist der Umfang von diesem Quadrat 4 mal diese Seite. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und fertig. Der Flächeninhalt von einem Rechteck ist Länge mal Breite, also ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat diese Seite mal diese Seite, das heißt Seite im Quadrat. Schauen wir jetzt fürs Parallelogramm. Natürlich ist der Umfang gleich zu dieser Seitenlänge plus diese Basis und das zweimal, weil die Seitenlänge ist auch nochmal hier und die Basis gibt es auch nochmal da. Umfang vom Parallelogramm ist also Seite plus Basis mal 2. Jetzt der Flächeninhalt. Der Flächeninhalt von einem Parallelogramm ist auf den Flächeninhalt eines Rechtecks zurückzuführen. Wieso? Sei dieses Parallelogramm mit Basis b und mit Höhe h. Jetzt nehmen wir die Schere, schneiden dieses Dreieck ab und setzen es da hinten wieder dran. Der Flächeninhalt hat nicht geändert. Also der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm, das ist genau derselbe wie der von diesem Rechteck. Und die Länge von diesem Rechteck ist natürlich nichts anderes als die Basis von dem Parallelogramm. Also ist der Flächeninhalt des Parallelogramms genau gleich zum Flächeninhalt von diesem Rechteck. Das heißt, diese Länge b mal diese Breite h. Moral der Geschichte, um den Flächeninhalt von einem Parallelogramm zu berechnen, rechnen wir einfach Basis mal Höhe und fertig. Kommen wir jetzt zum Dreieck. Natürlich ist der Umfang eines Dreiecks gleich zur Summe dieser drei Seitenlängen. Der Flächeninhalt eines Dreiecks, das ist die Basis mal die Höhe geteilt durch 2. Schauen wir warum. Wir haben hier ein Dreieck mit Basis b und Höhe h. Diese Höhe zerlegt dieses Dreieck eigentlich in zwei rechtwinklige Dreiecke. Von diesem linken rechtwinkligen Dreieck machen wir eine Kopie, drehen sie um und kleben sie so dran. Dasselbe machen wir für dieses rechtwinklige Dreieck. Wir machen eine Kopie, drehen diese Kopie und kleben sie hier dran. Somit ist also der Flächeninhalt von diesem Rechteck genau das Doppelte vom Flächeninhalt von diesem Dreieck. Anders ausgedrückt, der Flächeninhalt von diesem angegebenen Dreieck, das ist die Hälfte vom Flächeninhalt von diesem Rechteck. Die Länge von dem Rechteck ist aber die Höhe von dem Dreieck. Und die Breite von dem Rechteck, das ist die Basis vom Dreieck. Also, Flächeninhalt von dem Rechteck, das ist die Basis mal die Höhe, durch diese Formel. Und weil das Dreieck genau die Hälfte vom Rechteck ist, wird dieses Produkt noch durch 2 geteilt. Man bemerke hier, ich gebe nochmal ein Dreieck an, mit Basis b und Höhe h. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck wird so berechnet, wenn wir die obere Spitze von dem Dreieck nun bewegen, zum Beispiel bis da, und möchten den Flächeninhalt von diesem Dreieck berechnen, benutzen wir selbstverständlich dieselbe Formel, diese Basis b mal diese Höhe h geteilt durch 2. Aber das war doch auch der Flächeninhalt von dem angegebenen Dreieck. All diese Dreiecke haben genau denselben Flächeninhalt, Basis b mal Höhe h geteilt durch 2. Der Umfang einer Raute wird selbstverständlich berechnet durch Seite plus Seite plus Seite plus Seite
Das heißt, viermal die Seite, weil die Seitenlängen einer Raute ja gleich sind. Den Flächeninhalt dieser Raute findet man durch das Produkt der diagonalen Längen geteilt durch 2. Warum sehen wir hier? Hier haben wir eine Raute und das sind die 2 diagonalen Längen. Ich setze diese Strecke mal als Diagonale in die Raute hinein und diese Strecke ebenfalls. Anscheinend reicht es, das Produkt dieser 2 diagonalen Längen durch 2 zu teilen und so hat man den Flächeninhalt. Und wieso? Diese 2 Diagonalen, die zerlegen die Raute in 4 rechtwinklige Dreiecke. Von diesen Dreiecken machen wir jeweils eine Kopie und legen die so an. So, 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 so. Dieses rechtwinklige Dreieck passt 4-mal in diese Raute hinein, aber 8-mal in dieses Rechteck hinein. Also ist der Flächeninhalt der Raute genau die Hälfte von dem Flächeninhalt dieses Rechtecks. Der Flächeninhalt von dem Rechteck, das ist aber diese Länge, das heißt D1, mal diese Breite, das heißt D2. Der Flächeninhalt von dem Rechteck, das ist D1 mal D2. Und weil die Raute genau die Hälfte vom Rechteck ist, wird hier noch durch 2 geteilt. Kommen wir jetzt zum Trapez. Natürlich ist der Umfang vom Trapez gleich zur Summe dieser 4 Seitenlängen. Zum Flächeninhalt konstruieren wir ein Trapez mit kleiner Basis B1, großer Basis B2 und Höhe H. Von diesem Trapez machen wir eine Kopie und drehen sie so und schieben diese Kopie bis zum anderen Trapez. So erhalten wir selbstverständlich ein Parallelogramm. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm wird berechnet durch Basis mal Höhe. Die Basis von dem Parallelogramm, das ist diese Basis B2 plus diese Basis B1. Also Flächeninhalt von diesem großen Parallelogramm, das ist B2 plus B1, steht da, mal diese Höhe. So finden wir den Flächeninhalt von einem Parallelogramm, der auf den Flächeninhalt von einem Rechteck zurückzuführen ist. Und da dieses Trapez genau die Hälfte von diesem Parallelogramm ist, muss der Flächeninhalt von dem Trapez genau die Hälfte vom Flächeninhalt von dem großen Parallelogramm sein. Auch diese Formel brauchen wir nicht dumm auswendig zu lernen. Es genügt, sich diese Geschichte mit dem Parallelogramm zu denken. Kommen wir jetzt zum Kreis. Der Umfang eines Kreises wird berechnet durch 2 mal Pi mal Radius r. Und der Flächeninhalt eines Kreises, der wird berechnet durch Pi mal Radius r im Quadrat. Das braucht man auch nicht dumm auswendig zu behalten. Es gibt kleine Tricks, diese Formeln wiederzufinden, wenn man sie vergessen hat. Ich zeige sie hier kurz. Wir haben hier einen Kreis, der angegeben wird durch sein Zentrum und durch seinen Radius. Den Radius kann ich hier per Schieberegler einstellen. Hier ist noch so ein Kreis mit diesem Zentrum und mit diesem selben Radius r. Wir werden den Umfang dieses Kreises durch einen kleinen Trick bestimmen. Und zwar, wir nehmen zuerst einen Durchmesser d. Wir nehmen diesen Durchmesser des Kreises heraus und biegen diesen Durchmesser längs dieser Kreislinie. Somit erhalten wir solch einen Bogen und diesen Bogen können wir einmal auf diese Kreislinie setzen. Da ist er. Die Länge von diesem Kreisbogen entspricht also genau
der Länge des Durchmessers vom Kreis. Da ist aber noch viel Platz. Also nehmen wir einen zweiten Durchmesser, auch den biegen wir kreisförmig und können diesen genau am ersten anlegen. Hier ist immer noch ein bisschen Platz. Wir nehmen einen dritten Durchmesser, auch den biegen wir und können den ebenfalls noch anlegen. Und dann bleibt immer noch ein bisschen Platz. Was also bedeutet, die Länge von der gesamten Kreislinie, das ist einmal, zweimal, dreimal der Durchmesser plus noch ein bisschen. Also könnte man sagen, der Umfang des Kreises, das ist 3, ein bisschen mal Durchmesser. Und diese Zahl 3, ein bisschen, die hat man Pi genannt. Dieses bisschen ist etwas genauer so beschrieben. Und wie man diese Kreiszahl Pi genau berechnen kann, das können wir sehen in meinem Tutorial D4032, die Kreiszahl Pi. Der Umfang des Kreises ist also Pi mal Durchmesser. Der Durchmesser, das ist zweimal der Radius. Und somit finden wir, dass der Umfang des Kreises Pi mal 2 mal Radius sein muss. Das heißt 2 mal Pi mal R. Man kann diese Formel also schön behalten, indem man sich vorstellt, dass ein Durchmesser einmal, zweimal, 3, ein bisschen mal auf diese Kreislinie passt. Diese Kreiszahl Pi ist definiert als Verhältnis des Kreisumfangs zum Kreisdurchmesser. Der Kreisumfang geteilt durch den Kreisdurchmesser, genau das ist die Zahl Pi. Kommen wir jetzt zum Flächeninhalt eines Kreises. Dazu nehmen wir diesen Kreis. Übrigens, das Ganze ist hier skalierbar durch GeoGebra. Funktioniert wunderbar. Wir nehmen jetzt diesen Kreis und werden seine Kreisfläche berechnen. Dazu nehmen wir dieses Quadrat mit Seitenlänge R, Radius von dem Kreis. Schauen wir, ob das ebenfalls skalierbar ist. Kein Problem, es funktioniert. Wir nehmen jetzt die Schere und zerschneiden dieses Quadrat mit Seitenlänge R längs dieses Kreisbogens. Dieser Viertelkreis passt genau dort hinein. Diese Ecke, die übrig bleibt, die drehen wir zuerst mal um minus 90 Grad. Und jetzt können wir die ganz genau da hineinsetzen. Auf diese Kreisscheibe passt also ein Quadrat mit Flächeninhalt, Radius im Quadrat. Da ist aber noch viel Platz, also nehmen wir ein zweites solches Quadrat. Auch das zerschneiden wir längs dieser Linie. Dieser Viertelkreis passt genau da hinein. Und die Ecke, die da übrig bleibt, dazu nehmen wir die Schere, zerschnipseln diese Ecke und legen die kleinen Stückchen hier hinein. Ich stelle das mal so dar durch den blauen Pfeil. Diese Eckchen passen alle da hinein. Da ist aber immer noch Platz, also nehmen wir noch so ein Quadrat. Den Viertelkreis setzen wir da hinein. Zu dieser Ecke nehmen wir wieder die Schere, zerschnippeln diese Ecke wieder in ganz kleinen Stückchen. Und wir können sie alle noch da hineinlegen. Wer dieses Puzzle gemacht hat, der erkennt also, dass das Quadrat mit Flächeninhalt R hoch 2 dreimal auf diese Kreisscheibe passt und dann wird immer noch ein bisschen Platz übrig bleiben. Was also heißt, der Flächeninhalt von diesem Kreis, das ist 3, ein bisschen mal R hoch 2. Und diese Zahl 3, ein bisschen, das ist seltsamerweise genau dieselbe Zahl wie die, die definiert wird durch den Kreisumfang. Das ist schon seltsam, dass das genau dieselbe Zahl Pi ist. Wir werden das aber erst im Tutorial D6012 beweisen können.
Trotzdem, durch dieses kleine Puzzle können wir hier schon behalten, der Flächeninhalt eines Kreises, das ist 3, ein bisschen mal r hoch 2.